Wir nennen dich hoch, die Perspektive wollte ich nicht. Wir nennen dich Heinrich. Ja, begrüßt ihn. Er ist Heinrich der Heinrige. Oder der Heilige, hoffe ich doch. Hoffentlich der Heilige. Na, die Hacke ist Schrott, geil. Auch geil. Hier haben wir nichts mehr drin. Haben wir hier oben eigentlich was? Warum haben wir hier eigentlich ein zweites Stockwerk? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es aber nicht. Wir bauen Häuser mit zweiten Stockwerk. Sieht ganz nett aus. Guck mal, die überlappen sich hier teilweise ein bisschen. Ist echt toll, echt. Schaut euch das an. Das nenne ich Kunst. Das nenne ich Haus aneinander gebaut. Ne? Ich meine, wir haben hier so viel Platz. Wir sind nicht in der Stadt. Da brauchen wir sowas nicht. Na gut, das Wasser hat uns ein bisschen in Grenzen, aber das macht ja nichts. So, die zwei Erde, die tue ich aber mal da rein. Den Eimer brauchen wir, soweit ich weiß, auch nicht. Und gut. Das lohnt sich nicht mehr. Tatsächlich wäre ich mal interessiert. Ciao, einfach ciao. Der kommt gleich rein. Ich krabbel mal kurz hier oben auf den Turm. Ich möchte mir was gucken. Und zwar der schönste Weihnachtsbaum der Welt. Ich glaub's echt. Guckt mal, wie der geschmückt ist. Der leuchtet richtig. Echt wunderschön. So. Ach ja. Ja, die Mühle, wie gesagt. Wir müssen jetzt mal so ein bisschen. Wir müssen tatsächlich jetzt mal so ein bisschen einen Blick auf unser. Auf unser kleines Dörfchen hier haben. Ja, die Mühle, wie gesagt, wird noch fertig. Baustopp. Erstmal Baustopp. So. Wir haben hinten noch ein Bauprojekt vielleicht offen. Da müssten wir dann auch noch mal gucken. Hinten mit der Schlucht und die Glasfassade rüber, da muss ich auch echt noch mal gucken. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich so mache oder ob ich das nicht wieder abreiße. Ich weiß es nicht. Ich meine, wir können ja auch Sachen abreißen, ne? So wie das Haus, dieses Haus, das. Warum? Tatsächlich war das unser erstes Haus, ne? Wartet mal, wenn wir schon hier sind. Wann waren wir denn da? Vor 100 Folgen? Ich weiß noch ganz genau. Dieses Haus haben wir Folge 101 gebaut. Das sinnlose Haus. Das ist so sinnlos, da hast du ja echt. Oh, tut mir leid, ich weiß auch nicht, was ich mir da gedacht habe. Weil ich gedacht habe. Ja, tatsächlich bin ich offen für neue Bauprojekte. Vielleicht habt ihr auch ein paar Vorschläge für ein Bauprojekt oder sowas. Würde mich ja sehr freuen. Ja, das Problem ist nur, irgendwann. Wie komme ich da rein? Warte, warte, warte. Gehen wir mal so rein. So. Na, guck mal, da haben wir ihn im Blick. Da haben wir ihn im Blick. So. Ja. Was sind die nächsten Bauprojekte? Was sollte man machen? Was könnte man noch machen? Was haben wir noch nicht gemacht? Cobblestone-Generator. Das gucke ich ganz kurz nach, wie das gebaut. Wir werden kurz flüchten müssen. Heinz, beschütz mich! Heinz ist noch da. Heinz. So, ja, tatsächlich. Tatsächlich, ist irgendwann auch alles vorbei, ne? Irgendwann ist alles vorbei, hat man alles schon gemacht. Das ist wie The Forest. Irgendwann ist es ausgelaucht.
Ich weiß auch nicht. Für Bauprojekte bin ich immer offen. Ich würde ganz gerne auch mal vielleicht einen Wolkenkratzer oder sowas bauen. Wobei das zu dieser Map natürlich nicht passen wird. Das sage ich schon mal von vornherein. Das passt nicht. Kein Wolkenkratzer in diesem schönen Gebiet hier. Was wir hier alles aufbauen, das, ne? Ach, guck mal. Da haben wir noch einen. Ja. Ja, die Frage ist jetzt echt. Das ist immer die alltägliche Frage. Was ich ganz gerne machen würde, ist vielleicht einen Sitz im Nether. Im Nether vielleicht irgendwas bauen. Ein Haus oder sowas. Das Leben im Nether. Ich habe noch nie habe ich im Nether irgendwie gewohnt oder ein Haus gebaut. Noch nie im Survival oder im Creative. Noch nie. Ich war da bisher immer auf der Durchreise. Und das wäre doch jetzt mal fürs LP. Wäre es doch mal sinnvoll oder nicht? Es wäre... Bitte was? Kommen die hier immer noch aus dem Wald? Ich glaube, wir haben gerade was zu reparieren bekommen. Toll. Danke, Creeper. Ich hole mal ganz kurz unser Equipment dafür. Tja, Bauprojekte bräuchten wir mal wieder. Wir bräuchten unbedingt wieder Bauprojekte. Und ich habe tatsächlich eigentlich auch, das habe ich schon vor 150 Folgen tatsächlich mal gesagt. Es stimmt wirklich, dass es vor 150 Folgen war. Ich möchte ein Let's Play Together machen mit dem Kanal Game42. Der Kanal ist nur leider momentan tot. Oh. Und ich weiß auch nicht, die haben gerade momentan ein Problem mit Mikros und so. Und oh, das haben die schon seit Monaten. Die haben das Problem schon seit Monaten mit dem Mikro und so. Ich weiß auch nicht. Ich würde es ganz gerne mal machen, so ein Let's Play Together einfach mal ausprobieren. Mal sehen, wie das ist. Man muss ja auch mal alles ausprobiert haben, ne? Ja, wie machen wir das jetzt hier mit dem Zaun? Ich mache das erstmal so, dass da keiner rüberkommt. Ne, da kommt ja jeder rüber. Ne, ich hole mal noch ein Stück Zaun. Ja. Wie gesagt, irgendwann ist es vorbei. Irgendwann hast du alles erforscht. The Forest ist bisher erstmal vorbei. Ich habe die neue Version jetzt übrigens, die neueste. Und werde die wahrscheinlich auch Together spielen auf dem Server. Das wird noch kommen fürs Let's Play, aber fürs nächste Jahr ist es noch gar nicht so richtig geplant. Erstmal kommt ein richtiges LPT, Planet Side 2. Sollte man unbedingt gespielt haben. Und ja. Ich nehme mal zwei Zäune mit, ne? Mal sehen, ob das reicht. Müsste ja eigentlich reichen. Ja. Also, das wäre echt mal interessant, im Nether was zu bauen. Es würde mich mal interessieren, ne? Ich meine, gut, da können wir jetzt nichts anbauen oder so, weil Wasser kannst du da nicht... Da kriegst du kein Wasser, da kannst du dich tot suchen. Da kriegst du kein Wasser, kein Stückchen. Wasser ist da... Ne, Lava hast du da ganz viel. Am besten nicht aus Holz bauen, am besten aus Stein. Eine Kuh. Macht Mut. Geil, wir haben hier Kühe, wir haben ein Tier in der Nähe. Aber hier wächst ja eigentlich gar kein Tier, ne? Hier ist eigentlich überhaupt nichts. Außer Heinz hier, der Eisengolem. Und unsere allbeliebten Hühner, der Hühnerstall, der füllt sich langsam richtig. Ich bin erfreut. Ich würde den gern mal Samen geben. Ich möchte das mal so ein bisschen voraus. Wir können ja auch die andere Farm in Betrieb nehmen. Ich habe jetzt gerade eine Idee. Ich
nehme die Farm wieder in Betrieb. Ja, die nehme ich in Betrieb. Melonenkerne, Kürbiskerne. Ich brauche Ofenkartoffeln. Ich will Kartoffeln. Kartoffel. Ja, Melonen haben wir schon und Karotten haben wir auch schon. Gut. Das haben wir alle schon. Dann setzen wir mal die ganze Farm wieder in Gang. Nur für die Hühnerproduktion mache ich das natürlich. Hier kommt stinknormales Weizen hin. Und ich bin wirklich auch schon gespannt auf die 1.9. Die soll ja im Dezember rauskommen. Wir haben Dezember jetzt mittlerweile. Mal gucken, vielleicht verzögert sich das auch auf Januar. Noch so richtig fest steht das nicht. Würde mich aber mal mega interessieren. Kartoffeln, Karotten und Kürbis und Melonen kommen dahin. Ach, wir haben die Seite noch gar nicht. Ich höre die schon tackern hier, die Hühner. Tackern ja mal so ein bisschen, wenn die, wenn wir den Weizenkörner geben sollen oder wenn die Weizenkörner finden. Ne? Guck mal hier, alle schon da. Erstmal gehe ich aber die Kürbis- und Melonenkerne einpflanzen. Melonenkerne kommen hier hin. Und Kürbiskerne kommen hier hin. So, mal gucken, das wird alles schön wachsen. Abfarmen werden wir das, glaube ich, noch nicht so richtig. Wir brauchen das nämlich noch nicht so richtig. So, jetzt geht kein Huni abhanden. Jetzt gibt es Kürbiskerne. Nee, hier. Guck dir mal. Warte mal. Oh, noch ein Huhn gleich. Ihr macht Liebe und ihr macht Liebe. Oh, Hühnerliebe. Hashtag Hühnerliebe. Du möchtest was? Du kriegst hier alles, was du willst. Aber wir haben hier gleich ein volles Huhn. Also ich könnte diese Produktion jetzt was von vorantreiben. Die werden jetzt hier gleich ganz groß. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Hier haben wir ein Ei. Warte mal. Ja, du auch. Die sollten gleich groß werden. Ich hau dem mal wirklich sehr viel rein. Hier, warte mal. So, jetzt bin ich mal gespannt. Da ist das erste Huhn groß geworden. Ab jetzt können sie sich wieder paaren. Nein, können sie nicht. Ich kann den kleinen Viechern aber was geben. Ihr sollt auch gefälligst groß werden. Ich habe noch einen ganzen Stack. Bin mal gespannt, ob das reicht. Plopp, eins ist groß geworden und das zweite. Kriegst nochmal die. Du brauchst aber echt lange, ne? So, lässt man den Wachsfortschritt hier machen. So, jetzt geht gerade gar nichts. Die sind jetzt alle fix und fertig, die sind jetzt alle voll. Ihr werdet jetzt mal nicht rausgehen. Ihr bleibt hier drin. Und wenn jetzt eins rausläuft, ist auch egal. Wir müssen ja die ja nicht so ernst nehmen. Ne? Die dürfen auch ein bisschen rumlaufen dann vielleicht. Mal gucken. So, da haben wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen was verbraten. Die ganzen Kerne, die tue ich hier einfach mal wieder in die Kiste. So. Ja, so wird das. Vielleicht können wir auch ein Kaninchengehege machen oder ein Kuhgehege. Würde ich auch gern machen. Kühe, ja. Kühe wären. Das wäre geil mit Kühen. Dafür brauchen wir zwei Kühe, ne?
Kühe legen ja keine Eier. Da brauchen wir zwei Kühe, um die sich zu paaren, damit die ein Kind machen, ne? Das könnte interessant werden.